Guten Morgen und herzlich willkommen zum 12. Tag der Videoreihe Drone in the Fairy Africa. Am gestrigen Abend war ich einfach so fertig von der Safari-Tour. Aber es war eine sehr tolle Erfahrung, die Safari-Tour mal live zu sehen. Allgemein die Tiere in der freien Wildbahn. Und mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also besser kann ich sagen. Einfach nur ein nettes Lob von Gigi, auch wenn er nicht am Fahren war. Auch John und Ruan nur da am Fahren waren. Die zwei Safari-Guides waren einfach nur top und mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich würde auf jeden Fall gerne wieder machen. Und ja, am heutigen Tag ist ein Strandtag geplant. Ich werde mit den Safies am Strand gehen und ja, es ist heute ein ganz kleiner und entspannter Tag. Später wollte Chris noch von seinem Bruder oder so mir seine Baustelle zeigen, also nichts groß Gravierendes, aber wollte mir einfach mal zeigen. Und ja, am heutigen Tag gehe ich jetzt erstmal zum Strand. Ich habe mich gerade ein bisschen eingecremt, aber ich nehme trotzdem mal die Sonnencreme mit, bevor es passiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Richtung Strand, safe und ich. Ich bin wieder vom Strand zurück und mich hat einfach fasziniert, einfach mal zu relaxen am Strand, einfach die pure Sonne zu genießen. Und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Aber auch im Indischen Ozean reinzulaufen, ist sehr warm das Wasser und das gefällt mir sehr gut. Nur man muss ein bisschen aufpassen, weil im Indischen Ozean sind auch viele Steine am Anfang und da kann man sich schnell wehtun, aber sonst war es perfekt. Aber ich habe mich jetzt wieder geduscht, ein bisschen frisch gemacht, meine Haare frisch gemacht. Und ja, jetzt geht's zum Chris, seinem Freund, zu dieser Baustelle. Ich gehe ja mit dem Safe hin. Chris ist schon am Start an diesem Zeitpunkt vor Ort bei seinem Freund. Und ja, dann mache ich mich jetzt auf den Sprung, auf dem Weg dahin. Und dann nehme ich euch natürlich selbstständig weiter mit. Sieht aus. Alles gut. Wir schon. Hi, Michael. Habt ihr schon gegessen? Ja, wir haben schon gegessen. Boah, was habt ihr denn gegessen? Ich weiß nicht, muss ihn fragen. Ich kann das besser erklären. Hi, Chabat und Michael. Hi, Michael. Was haben wir ein Toilett hier? Okay, diese Baustelle, die ich heute Morgen sah, stimmt nicht ganz, denn der Chris hat seit gestern ein Grundstück hier gekauft, um ein neues Häuschen aufzubauen, eine Hütte. Wenn er mal in sein Haus nicht sein möchte oder in ein anderes Grundstück nicht sein möchte, wenn er mal hier sein möchte, einfach Ruhe, entspannen möchte, weil hier ist sehr ruhig, entspannt.
Man hat einfach die Ruhe da und das Grundstück hat er sich gestern gekauft und das wird jetzt von seinen Freunden, die ich eben in dem Video auch gezeigt habe, mal aufgebaut, aber weiß das erst nicht jetzt gleich. Und zwar beginnt das Grundstück hier vorne von diesem Balken bis da hinten zu diesem Balken, also hinter dem Baum, wenn man es gut sehen kann. Dann geht das Grundstück weiter, also hier, hier ist das Safe. Dann geht das hier weiter. Safe, alles gut? Ja, it's good in my daddy's land, so everything is cool. Yes, yeah. Very nice. Okay, und dann endet das Grundstück hier bis hinten irgendwo. Ich glaube, da ist auch so ein Balken. Jedenfalls endet das Grundstück hier und die Kollegen von Ihnen, die ich eben im Video gezeigt habe, bauen das Grundstück auf und ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, wie die das Holz schneiden, produzieren und so weiter und so fort. Und ja, eben war ich auch am Grundstück, also bei den Kollegen gerade da und dann waren so ja, kleine Kinder, haben mich gesehen und die kennen das nicht, wenn Europäer oder Deutsche mal in Afrika ein bisschen rumlaufen, kennen das wohl nicht oder kaum. Und dann sind die einfach weggelaufen. Mich hat ein bisschen schockiert oder erschrocken. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, aber nee, die haben sich einfach erschrocken, weil sie weiße Leute ganz wenig kennen oder überhaupt gar nicht. Und deswegen ist das so. Jetzt kriegt ihr ein paar Aufnahmen, wie die Produktion für dieses Grundstück aussehen wird. Und diese Aufnahmen seht ihr mal jetzt. Und dann würde ich sagen, schaut es einfach mal an, wie es halt produziert wird. Vom heutigen Vlog. Der heutige Vlog war ja sehr cool gestaltet. Erst Strandtag und dann ein bisschen ins Wasser reingelaufen, geschwommen. Und ja, dann ging es ein bisschen, darfst du da ein bisschen essen. Und dann ging es halt zu Chris, seinem Freund, der halt auch sein Grundstück aufbaut, also seine Hütte oder sein Haus, wie er es sagen möchte. Und ja, war sehr interessant, das mal zu sehen. Und wie der Chris mir erzählte, nächste Woche soll es dann so gut wie fertig sein. Dann werde ich das Haus auch mal sehen und das wird dann sehr interessant für mich mal zu sehen, wie schnell sowas aussieht und wie sowas aussieht und wie schnell sowas geht. Ja, das war's vom heutigen Vlog. Ich hoffe, euch war der Vlog sehr interessant, mal zu sehen, wie das ist. Ein bisschen Strandtag, dann ein bisschen das. Also war sehr schön gestaltet, fand ich so von meinen Ansichten und daher werde ich den Vlog für heute beenden und wir sehen uns dann im Morgenvlog wieder. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich gerne wissen und wir sehen uns dann im Morgenvlog wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüss.